Aber dafür haben wir jetzt auch endlich die Altmauern hier vollkommen abgegrast. Ja, so ist der richtige Weg. Wir hätten auch hier über die Brücke und so rumlaufen können, aber so geht's auch. Und ab in die Runenhalle. So. So, hier rum. Dadurch. Bis jetzt noch keine Begegnung. Vielleicht klappt das auch in dem Spielstand einfach nicht. Man braucht einen neuen Spielstand. Kann auch gut möglich sein. So. Also das Rezept wurde abgeschlossen. So. Einmal zurücksetzen. Und leider kann man von dem Ding an der Wand auch nicht wirklich darauf schließen, wie es aussehen soll, weil das halt alles aussieht wie... Questgegenstände. Jetzt haben wir Zeug hier drin, was wir nicht brauchen. Kohlezeichnungsturm des Ozeans? Nein. Kohlezeichnungsturm des Sonnenuntergangs auch nicht. Turm des Morgengrauens. Also erstmal der Kreis hier. Wenn das symmetrisch sein soll, dann muss das hier so einen Kreis bilden, auf jeden Fall. Right. So. Bis jetzt noch nichts. Immer noch nichts. Weil das hier wäre jetzt vollkommene Symmetrie. Okay, und das war auch die des Rätsels Lösung. So, damit betreten wir jetzt unseren letzten Turm. Das inzwischen vertraute Licht des Turmströms himmelwärts. Es verblasst am Horizont in der Richtung, in der Vendriens Brunnen liegt. Du spürst, wie der Boden unter dir nachgibt und verschwindet, als du dich der Wärme der Energie hingibst, die dich umfängt. Der Turm des Morgengrauen in Heulfelsen vermittelt dir den Eindruck langsamer, unaufhaltsamer Bewegung, wie ein Gletscher aus lebendem Stein. Unerbittliche Kraft bewegt sich in
einer Geschwindigkeit, der kein Auge folgen könnte. Die Unbeweglichkeit des Turms ist nur vorgespiegelt. Du spürst, wie sich der Wille des Turms mit einem triumphierenden Blick über die Distanz erstreckt und seine Macht mit Wendelins Brunnen zu verbinden. Fantastisch, du kannst von hier bis weit nach Osten sehen, über den ganzen Kontinent. Wenn wir ein Gerät hätten, mit dem wir in die Ferne blicken könnten, frage ich mich, ob wir Kyros nächste Angriffswelle bei ihrem Aufbruch beobachten könnten. Vielleicht ist es besser, dass ich diesen Verdacht nicht bestätigen kann. Ein weiterer Turm in deiner Sammlung. Das wirft die Frage auf, wie viele Festungen ein Schicksalsbinder braucht. Ich überlasse das Beantworten dieser schwierigen Frage dir. Hast du dich an diesen Rausch gewöhnt? Weil ich glaube nicht, dass ich das jemals tun werde. Wir fühlen es alle, nicht wahr? So, Turm des Morgengrauens, das Steinmeer. Einmal ein Übungsgelände bauen, bitte. Denn was anderes kann ich hier nicht machen. Ja, hier sind jetzt Leute am Trainieren und alles. Yes. So, Übungsgelände abgeschlossen. Und das hier sind alles nur Skill-Lehrer. Meisterlehre mit zwei Waffenbögen und List. Die nehme ich auf jeden Fall. Die hier nehme ich auf. Frost, Blitz und Gewalt und Illusion. Der Jäger, der Tierhäute bringt, ist auch nicht schlecht. Bögen, Athletik, Lebenskraft beherrschen kann ich auch noch nehmen. Was sagen die anderen Türme? Wo fehlen da noch Leute? Hier fehlen noch zwei. Eine Meisteralchemistin, die habe ich bereits. Ein Händler, eine Händlerin mit großem Angebot an Tränken. Nehmen wir die beiden mal. So, die sind nicht so teuer. Für diesen Turm brauche ich auch noch zwei Leute. Nämlich sie. Und noch einen brauche ich. List und Parieren, Ausweichen, Athletik. Einhandwaffen, List, Parieren. Gut. Ganze Gruppe auswählen. War hier. So, ich kann mich mal umgucken. Erstmal, bevor ich mit ihm hier rede. In den Stufen geschmiedeter Bronzespeer. Yes. Also Waffen finde ich hier auf jeden Fall. Also eine Großaxt. Und ich werde wahrscheinlich jetzt gleich wieder mir hier Serien schnappen. Statt Lantry. Fatebinder, it is good to see you. By this point, I've usually been passed off to someone else for more training. What do you need? Ja, ich well, möchte, dass du... I will return to our holdfast at once. ...wieder hier einsteigst, so. Right. Sigil der durchdringenden Gewalt. Und ein Eisendolch. Hm. 10 Tierhäute und du brauchst eine Großaxt. Die 10 Tierhäute sind schon mal nicht schlecht. So, was hat unser Lehrer hier?
kann der Lyra einfach mal auf die nächste Stufe bringen. Der Mann vor dir nickt dir zu, als du dich näherst. Sein Blick trifft mit einem Zögern den deinen und er wartet einen Moment, bevor er spricht. Danke, dass du mich anhörst, Schicksalsbinder. Mein Name ist Wiss. Ich bin hier, weil ich in zwei Dingen gut bin. Im Töten meiner Feinde und darin zu erkennen, aus welcher Richtung der Wind weht. Der Verliererseite möchte ich ungern angehören. Du gehörst zur borstenden Bruderschaft, also bin ich hier, um dir mein Schwert und meine Dienste anzubieten. Ich bin sehr versiert in vielen Kampftechniken und kann dir helfen, im Kampf wandlungsfähig zu sein, solltest du dies wünschen. Warum hast du dich entschieden, mir zu folgen? Die Türme ragen schon seit Generationen über uns auf. Wer auch immer sie gebaut hat, war uns den einfachen Leuten am Boden weit voraus. Sie waren in den Geschichten des Stufenvolks legendäre Objekte voller Wunder. Und jetzt hast du Anspruch auf sie erhoben. Er blickt sich direkt an voller Überzeugung. Für mich ist das Grund genug. Was kann ich hier tun? Wenn du deine Kampffertigkeiten verbessern möchtest oder neue lernen, bist du am richtigen Ort. Aber wirklich, der Turm ist dein Gebiet. Was du tust und wen du einlädst, um dir zu helfen, liegt ganz bei dir. Ich würde gern üben. Bei ihr habe ich keine Ränge mehr. Bei ihr hätte ich 15 Ränge. Ui. Wissen könnte ich bei Berwick steigern. Bringt aber nicht viel. Und bei dir kann ich... Bei mir selber kann ich gar nichts steigern. Also lassen wir es mal dabei. Wir reisen jetzt zum Heulfelsen runter. Und geben mal das Azolit ab. Wobei ich dann irgendwann mal nochmal zu meinem mittleren Turm reisen möchte und jetzt mal das Gerät anschmeißen möchte. Mal sehen, was jetzt passiert, wo ich alle Türme erweckt habe. Ich habe auf jeden Fall hier eine... Sie geht der durchdringenden Stärke. Rüstungsdurchdringung. Oh, und wir sind hier gelandet. Weil die Quest haben wir jetzt abgeschlossen, Sitze der Macht. Du hast alle Türme in den Stufen beansprucht und wir haben noch kein neues Sendschreiben oder so erhalten. Nein. Achso, ich muss ja irgendwo runterklettern, stimmt. Ich kann nicht einfach so hinlatschen. Und dass hier eine tote Erdhexe liegt, das finde ich auch nicht so schön. Heißt das, irgendwas ist schiefgelaufen? Nein, die sind noch alle gut beisammen. Also ja, hier sind Eisenschreiter, Halbmondläufer, hier ist eigentlich alles, was die Geschmieden zu bieten haben. Yes. So, Jungs. Die nötigen Vorkehrungen sind getroffen. Bist du bereit, das Ritual auszuführen, das Kerns Energie extrahiert? Deine unmittelbare Beteiligung ist keine kritische Komponente, doch ich denke, du wirst unseren Fokus maximieren. Zudem möchte ich, dass du uns die Ehre erweist, den letzten Ritus auszuführen. Nachdem wir seine Energie extrahiert haben, werden wir nur wenig Zeit haben, um damit dauerhaft das Land zu zerstören. Beginnen wir. Du hast abgebaute Azurit-Kristall verloren, du hast Azurit-Splitter verloren. Hervorragend, dann gebe ich das Signal, das Ritual des Brachlegens zu beginnen. Als Strafe für ihre Unnachgiebigkeit gegen Kyros wurde das Land vieler Adelsfamilien aus der Bastardstufe durch das Ritual des Brachlegens leblos und unfruchtbar gemacht. Das Ritual stellt eine Vereinigung von Kerns Macht und der seiner Jünger dar und soll die Landschaft für viele Generationen verfluchen.
Obwohl bei früheren Ausführungen dieses Rituals ein wahrer und aktiver Archon des Steins zugegen war, könnte das Ritual zumindest theoretisch seine Kraft aus einem stark geschwächten Kern beziehen. Ja.